Wie kann ich mit Bitcoins starten? Darum soll es in diesem Video gehen. Und ja, ich erzähle dir einfach mal so ein bisschen, wie ich damit gestartet habe. Mein Name ist Eva Abbert und in diesem Kanal geht es um den Aufbau von neuen Einkommensströmen beziehungsweise um smarte Investments. Und 2018 habe ich zusammen mit Kollegen einen kompletten Online-Kongress über Kryptowährungen abgehalten und seitdem lassen sie mich nicht mehr los. Und natürlich bin auch ich damals mit Bitcoins gestartet. Und um grundsätzlich in diese Welt der Kryptowährungen einzusteigen, brauchst du ein sogenanntes Wallet. Wallet heißt nichts anderes als Geldbörse und bezeichnet ein digitales Device, mit dem du deine digitalen Währungen verwalten kannst. Wallets gibt es verschiedene. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, es muss auch gar kein digitales Device sein, fällt mir gerade ein. Es gibt die Möglichkeit, den Zugang zu deinen Coins, die einfach mit Zettel und Stift zu notieren. Es gibt die Möglichkeit, dass du einen Software-Wallet auf deinem Rechner installierst und darüber dich kurz ans Internet anschließt und dort deine Coins verwaltest. Es gibt quasi Hardware-Wallets, die man von außen an den Computer ansteckert, wie Trezor oder wie den Ledger, über die du deine Kryptos verwalten kannst, oder es gibt auch Börsen, die für uns als Einsteiger der einfachste Weg sind, wobei sie auch den Nachteil haben, dass man seine sogenannten Private Keys nicht selber hält. Der Private Key, also stell dir das vor, dass auf der Blockchain lauter Glaskästen liegen, in denen die einzelnen Kryptowährungen sind und jeder sieht ganz genau, okay, was liegt alles in diesem Glaskasten. Aber uns kann auch jeder mit einer Adresse auf diesen Glaskasten, das ist so ähnlich wie ein Konto, wie eine Kontonummer, Gelder in diesen Glaskasten schieben, also die weitere Kryptowährungen dahin schieben. Aber nur derjenige, der den Schlüssel zum Glaskasten hat, kann welche herausschicken. Ja, und dieser Schlüssel liegt bei den Börsen. Ja, liegt bei den Börsen. Wenn du einen Wallet hast, hast du diesen Schlüssel selber. Das ist mal grundsätzlich der Unterschied. Aber wenn du startest, kannst du zum Beispiel als allereinfachste Form auch an den Bitcoin-Automaten gehen. Davon gibt es einige in Deutschland. Da wird dir dann über das Handy automatisch am Handy eine sogenannte Wallet generiert und in dieser wird dein Bitcoin gespeichert. Das ist auch eine coole Möglichkeit. Du musst dich authentifizieren, damit einfach klar ist, welcher Person gehört dieses Wallet, welche Person steckt dahinter. Und das musst du bei den Börsen genauso. Dort gibt es auch das sogenannte KYC-Verfahren. Das heißt, wenn du dort ein Konto öffnest, dann wirst du mit deinem Ausweis authentifiziert. Du bekommst einen Videocall, du darfst dein Ausweisdokument hochhalten, es in alle möglichen Richtungen drehen. Und dann sagen die Mitarbeiter, yes, die Person ist die Person, die sie vorgibt zu sein. Du darfst dir dein Konto öffnen. Und so kannst du mit Bitcoin relativ einfach starten. Ich habe es auch schon in anderen Videos gesagt. Eine Börse, die für den Anfang wirklich sehr, sehr einfach ist, ist zum Beispiel Bitpanda. Es gibt aber noch etliche andere. Und dort kannst du dich einfach anmelden. Nachdem du dich authentifiziert hast, kannst du das sogenannte Fiat-Geld, das ist unser normales Geld, dorthin schicken auf ein Konto bei deinem Bitpanda-Account und kannst dann damit die Krypto-Coins deiner Wahl kaufen. Ja, also entweder an so einen Bitcoin-Automaten gehen oder auch über so eine Börse sind sicherlich die allereinfachsten Möglichkeiten für einen Anfänger, um mal mit Bitcoin zu starten. Zumal du dir bei der Börse sogar noch, also bei Bitpanda zum Beispiel und bei anderen Börsen geht es auch einen monatlichen Sparvertrag anlegen kannst, bei dem Monat für Monat Geld von deinem regulären Girokonto auf dein Bitpanda-Konto überwiesen wird und dort automatisch investiert wird in die Kryptowährung deiner Wahl. Also auch das super, super spannend, um hier einfach ein bisschen mehr Investitionsmasse aufzubauen. Und der Start in Bitcoin ist wirklich nicht so schwer, lass dich davon nicht abhalten. Das mit den Wallets, welche Wallets du verwenden solltest oder kannst, ist auch eher etwas, wenn du mal angefangen hast und dir in etwas größeren Summen Gedanken darüber machst, wie sicher du deine Gelder dort verwahren möchtest. Für 17,50 Euro musst du noch kein Fort Knox aufbauen. Aber einfach mal starten ist super, um einen Einblick zu bekommen. Und wie gesagt, dafür geh einfach mal an so einen Bitcoin-Automaten oder leg dir bei Bitpanda ein kostenfreies Konto an. Beides sehr, sehr einfache Wege, um loszulegen. Lass mich bitte sehr gerne auch wissen, was du von Kryptowährungen hältst, ob du schon investiert bist, wo deine Fragen sind, was dich vielleicht bisher davon abgehalten hat zu investieren.
damit ich dir Videos dazu drehen kann und dir vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben kann, der dir den Start leichter macht. Ich hoffe, dass die Frage, wie man mit Bitcoin startet, für dich jetzt nicht mehr so schwierig ist oder du keine großen Fragezeichen mehr hast, weil ich dir diese zwei ganz, ganz einfachen Wege hier mitgeben will. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch lässt oder mir einfach sagst, was für dich spannende Themen sind, gerne unten in den Kommentaren, damit ich dazu Videos drehen darf.